So, eine kurze Erklärung zu den Polarkoordinaten. Allgemein werden Polarkoordinaten in der Form P zuerst in Radius und dann in Winkel eingegeben. Normalerweise haben wir eine Funktion r von phi ist gleich phi, wenn wir das Schaubild von der Schnecke haben wollen. Das heißt, unser Punkt P hat hier die Koordinaten, ob wir jetzt phi nehmen oder t, ist egal. T und jetzt ganz wichtig, hier den Semikolon. Und im Prinzip soll jetzt ja hier auch der Winkel wieder t sein. T ist noch nicht definiert. Das heißt, wir suchen uns den Schieberegler, definieren ihn als t für die Werte von 0 bis 2 Pi. Jetzt müssen wir noch schauen, dass wir hier bei der Einheit die Winkeleinheit Radiant nehmen. Genau. Wenn wir jetzt hier Enter drücken, dann haben wir hier diesen Punkt. Ich zeige ihn kurz an. Und wenn wir jetzt hier unser T bewegen, dann sehen wir eben dieses Schaubild von der Schnecke. Wenn wir jetzt aber dieses ganze Schaubild einfrieren wollen, gehen wir hier auf Spur an. Und wenn wir das so machen, sehen wir das Schaubild. Wenn wir es ein bisschen genauer haben wollen, können wir hier auch bei dem Schieberegler sagen, dass er eine andere Schrittweite haben soll, zum Beispiel 0,01, andere Breite. Und ups. Dann wird das Ganze ein bisschen detaillierter. Und so haben wir hier die Schnecke. Ähnlich könnten wir verfahren, wenn wir das Ganze von 0 bis 4 Pi haben wollen. Hofft, es hat dir geholfen.